Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ein bisschen seltsam jetzt hier zu sitzen und zu quatschen, aber ich dachte mir irgendwie mal, so ein spontanes Video wäre vielleicht mal wieder ganz schön. Ich habe das irgendwann letztes Jahr mal gemacht und irgendwie fand ich das gemütlich, mich irgendwo hinzusetzen, einfach mal zu quatschen. Und ja, ich komme jetzt gerade, dementsprechend sehe ich halt auch aus, ich bin gerade 30 Kilometer Fahrrad gefahren. Ihr seid quasi an einem Fahrrad festgeschnallt gerade. Ich sitze hier auf einer Wiese, mehr oder weniger am Nirgendwo. Also hier sind manchmal Hunde und Leute, die hier rumlaufen. Aber ich habe mich ein bisschen außerhalb hingesetzt. Sowieso sollte man das in der jetzigen Zeit machen, wenn man allein unterwegs ist. Ja, ich dachte mir, ich rede mal so ein bisschen über meine letzten Wochen, was so passiert ist, warum es hier so ruhig war. Das werde ich aber auch nur kurz anschneiden, weil ja, jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, mal sich eine Auszeit zu nehmen, und das habe ich eben gemacht, beziehungsweise auf YouTube so ein bisschen eine Auszeit genommen und auf Instagram weitergemacht, aber auch da habe ich mal so 2 Wochen pausiert. Das lag einfach daran, dass das alles ein bisschen viel für mich wurde. Die aktuelle Situation mit Corona und so, da muss ich, glaube ich, nicht groß drauf eingehen, ist natürlich für jede Person irgendwo belastend, ob die Leute, die jetzt sehr stark und viel arbeiten müssen, oder eben auch diese, die eben zu Hause sitzen und dann eventuell mit den Kindern zusammen oder auch ganz alleine und dann eben Überforderung, Einsamkeit und solche Geschichten zusammenkommen. Also für die psychische Gesundheit ist es eine große Belastung, und ich habe ja auch oft schon darüber geredet, dass ich selbst in Therapie bin, das ist auch weiterhin so, und ja, das ist trotzdem nicht einfach. Ich habe das Gefühl, in der aktuellen Zeit ist da jeder so ein bisschen dünnhäutiger. Viele Leute fühlen sich direkt auf den Schlips getreten und suchen auch das Haar in der Suppe. Das habe ich in so vielen Kommentarspalten gesehen. Jetzt nicht nur an meinen, sondern auch in vielen anderen. Es sind ja auch Leute, die ich da verfolge, im Internet unterwegs. Und ja, das war alles ein bisschen viel. Und ich musste erstmal für mich so ein bisschen, ja, eine Pause machen. Einfach mal eine Pause einfordern. Das habe ich dann auch gemacht, und das war auch gut so. Und in der Zeit kamen auch einige interessante Erkenntnisse in meinem Kopf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Erkenntnisse irgendwie mein Leben verändern können, wenn sie richtig tief einsinken. Ich habe ja schon viele Podcasts gemacht und auch zu den Themen schon was gesagt, also über Persönlichkeitsentwicklung und so. Und das ist jetzt etwas, was mir richtig, richtig bewusst geworden ist, auch wenn ich das natürlich vorher schon mal so wahrgenommen habe. Aber ich denke mal, dass ich an den Punkten, wo ich diese Sachen, sage ich mal, gehört habe, noch nicht so weit war, dass ich sie wirklich verinnerlicht habe. Deswegen kann es auch sein, dass ihr dieses Video schaut und euch dann auch denkt so, ja gut, das wusste ich auch schon vorher, und das irgendwie gar nicht für euch anwenden könnt, weil ihr vielleicht auch nicht an dem Punkt seid, dass das so wirklich tief eindringen kann, was überhaupt nicht böse gemeint ist, weil jeder ist zu seiner Zeit mit einer Situation konfrontiert und ja, verinnerlicht Dinge. Ich möchte es trotzdem mit euch teilen, weil ich mir denke, dass ich vielleicht den ein oder anderen Personen damit helfen kann. Und zwar ist die eine Erkenntnis, dass ich ja dadurch, dass ich sehr sensibel bin, über das Thema Hochsensibilität habe ich auch schon mal was gemacht, sehr feinfühlig bin und sehr empathisch bin und manchmal zu empathisch. Das bedeutet, angenommen, es ist jemand da, der verletzt mich. Nehmen wir mal das Beispiel einfach, was ein bisschen weit hergeholt ist, aber mich schlägt einer richtig ins Gesicht. Mir gibt einer eine Faust ins Gesicht, so. Und überspitzt gesagt wäre ich dann die Person, die sich noch fragt, habe ich was falsch gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Hatte die Person vielleicht einen schlechten Tag? Hat die Person vielleicht eine schlimme Kindheit oder eine schlimme Vergangenheit? Und ich suche quasi durch meine Empathie einen Grund dafür. Es ist zwar schön und gut zu verstehen, warum Menschen so ticken, wie sie ticken, aber mir ist bewusst geworden, dass meine Empathie halt vielleicht auch mal einen Punkt haben sollte. Und zwar in dem Moment, wo ich verletzt werde. Oder wo Menschen verletzt werden, die ich mag. Also generell, wenn Menschen verletzt werden, da sollte dann die Empathie vielleicht auch mal einen Punkt haben, weil egal, was für eine Vergangenheit, was für eine Kindheit oder was jemand durchgemacht hat, das rechtfertigt ja nicht, dass man im Hier und Jetzt Menschen wie Scheiße behandelt. Und das ist mir irgendwie bewusst geworden, und das möchte ich einfach nicht mehr. Und das ist halt total schade, dass ich halt so viel Empathie habe und das dann vielleicht an den falschen Stellen investiere, sag ich mal. Und da möchte ich in Zukunft mich definitiv besser abgrenzen. Dass ich dann auch einfach sage, so bis hierhin und nicht weiter, du stehst offenbar für das Verhalten, was du gemacht hast, nicht gerade. Das ist scheiße und ich möchte das nicht mehr. Vorbei. So. Und dahin möchte ich gerne kommen, weil ich halt immer für alles irgendwie Entschuldigungen suche, weil ich denke, ja, der Person hat es ja auch nicht leicht und so. Aber auf der anderen Seite vertrete ich aber den Ansatz, dass auch wenn ich nicht die einfachste Vergangenheit offensichtlich hatte, sonst wäre ich nicht in einer analytischen Therapie mit 3 Sitzungen die Woche,
bin ich für mein Verhalten im Hier und Jetzt verantwortlich. Das heißt, auch wenn das vielleicht dazu beigetragen hat, dass ich irgendwelche speziellen Verhaltensweisen an den Tag lege, muss ich dafür gerade stehen. Man kann ja auch nicht, weiß ich nicht, einem Sexualstraftäter sagen, ja okay, deine Kindheit war schlimm und du wurdest selbst irgendwie misshandelt und deswegen stecken wir dich jetzt nicht ins Gefängnis. So sehr überspitzt gesagt. Und das ist mir irgendwo bewusst geworden, dass jeder, egal was für eine Vergangenheit er hat, für sein Verhalten gerade stehen muss. Und auch wenn es so um so zwischenmenschliche Dinge geht, wenn andere Menschen einen scheiße behandeln, dass man auch da einfach einen Schlussstrich ziehen sollte und nicht sich denken sollte, ja, aber der hat es doch schon so schwer, die Person hatte so eine schlimme Zeit und so und für alles eine und noch eine Chance zu geben, dass irgendwann einfach mal der Punkt gekommen ist, an den ich keine Chance mehr gebe. So, das ist das die erste Erkenntnis, die ich hatte. Und ich werde langsam besser im Thema Grenzen ziehen, weil ich nicht mehr alles mit mir machen lassen möchte. Und ja, ich weiß, dass das super schwierig ist. Und ich weiß, dass das noch viel schwieriger wird, wenn es zum Beispiel um Familie geht, um Freunde geht und so, um Leuten, denen man sehr nahe steht. Aber es ist halt mega, mega wichtig, dass man nicht alles mit sich machen lässt. So, das wäre Erkenntnis Nummer eins. Die zweite Erkenntnis, die ich hatte, und das ist eigentlich eine, die man irgendwo schon oft mitbekommt und die mir irgendwo bewusst wurde, aber nicht so tief eingesunken ist. Es gibt diesen Moment, der auch in vielen Prozessen als Moment beschrieben wird, dieser Klick-Moment, wo es wirklich klickt und wo du das auf einmal verstehst und dass es sich wie so eine Welt öffnet und du das alles so wahrnehmen kannst. Das klingt sehr komisch, aber es gibt ja vieles, zum Beispiel der Klickmoment, dass ich aufhöre zu rauchen, zum Beispiel vielleicht bei Leuten, die rauchen und aufhören wollen. Oder dieser Klickmoment, dass man denkt, so ich möchte was an meiner Ernährung tun, ich ernähre mich ungesund. Keine Ahnung, solche Momente, wo einem das richtig, richtig bewusst wird. Und da geht es um das Thema eigenes Körperbild, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und so. Und es ist ja nun mal so, ich stehe irgendwo in der Öffentlichkeit. Diese Videos sind für jeden zugänglich, meine Instagram-Fotos sind für jeden zugänglich und das bietet natürlich immer eine sehr große Angriffsfläche. Und das ist nicht immer einfach. Vor allem in der aktuellen Zeit, wo jeder das Haar in der Suppe sucht, ist es noch weniger einfach, da komplett entspannt zu bleiben. Und mir ist bewusst geworden, ich glaube, das hat angefangen durch ein Buch, was ich gelesen habe. Da ging es um eine Frau, die war in einer Klinik wegen einer psychischen Erkrankung. Und da hat der Therapeut gefragt, so, wer von den Leuten, die hier ist, stört sie? So, wen mögen sie hier nicht? Und ich gebe das jetzt nur so aus dem Buch wieder. Ich stehe jetzt nicht hinter diesen Worten, sondern ich gebe das so wieder als Beispiel. Und die Person meinte, ja, die und die, weil die ist hässlich und fett. Und dann hat der Therapeut gesagt, so, ja, aber tut die ihnen denn was? Macht sie ihnen irgendwann das Leben schwer? Nein, sie sitzt nur da und sie ist hässlich und fett, war dann die Antwort von der Patientin. Und in dieser Therapiesitzung kam dann letztlich raus, dass es nicht darum ging, offensichtlich, dass das Problem ist, dass diese Person die Körperform und das Gesicht hat, was sie hat, sondern dass die Patientin Angst hat, von anderen Leuten so wahrgenommen zu werden. Das heißt, im Endeffekt hat sie sich bedroht gefühlt von der Erscheinung einer anderen Person. Das heißt, irgendwo die tiefsten Ängste von anderen als unattraktiv wahrgenommen zu werden. Was zum Beispiel ein Grund sein kann. Ich habe das in meinem Kopf mal weitergespinnt und das ergibt halt total Sinn. Man sagt ja auch immer so, ja, die Leute sagen immer Sachen, eigentlich sind die nur neidisch. Ich glaube nicht, dass es unbedingt immer Neid ist. Manchmal spielt da sicherlich auch Neid mit, oft vielleicht sogar. Aber auch zum Beispiel Ängste, alte Glaubenssätze und halt die ganze Erziehung, die man so mitgemacht hat, die spielt dann damit rein, wie wir andere Leute wahrnehmen, ob wir uns vielleicht dadurch bedroht fühlen. Also es kann ja zum Beispiel sein, wenn jemand sagt, du bist zu dünn. Das ist mir zu muskulös, die ist mir zu dick, das geht nicht, solche Sachen. Aber eigentlich hat das relativ wenig mit der Person zu tun, die eben so aussieht, sondern mit den eigenen Glaubenssätzen, mit den eigenen Denkweisen, mit den eigenen Ängsten. Vielleicht auch spielt oft Neid damit, wenn ich zum Beispiel mir jemanden vorstelle, die sehr sportlich ist, eine sehr sportliche Figur hat und jemand sagt dann, boah, nee, das geht gar nicht, das ist mir schon zu sportlich. Das mag vielleicht sein, dass die Person für sich ein anderes Körperbild schön findet, aber trotzdem schwingt dann da irgendwie was anderes mit. Vielleicht der Neid auf die Disziplin, die eine Person hat, der Neid, dass halt eine Person irgendwas durchzieht, was sie möchte. Ja, irgendwie sowas. Also irgendwo Ängste, Eifersucht, Neid, also da spielen irgendwie ziemlich viele Sachen mit, habe ich das Gefühl.
Und das ist halt besonders für mich mega wichtig, weil ich jemand bin, ich nehme mir Sachen sehr zu Herzen, beziehungsweise habe es in der Vergangenheit oftmals getan, in Momenten, wo ich mich einfach nicht so wohl gefühlt habe. Und das hat dazu geführt, dass ich alles, was man mir so entgegengebracht habe, für bare Münze genommen habe. Und das ist wichtig zu verstehen, dass das einfach nicht so ist. Wenn mir eine Person sagt, du bist zu dünn, du bist zu dick, du bist zu hässlich, boah, deine Haarfarbe ist scheiße, deine Tattoos sind scheiße. Egal, was jemand sagt, das ist deren Wahrnehmung, das ist nicht die Realität. Jeder hat eine andere Wahrnehmung. Ich fühle ja auch anders, als jeder von euch fühlt. Und ich glaube, an dem Punkt muss man erstmal kommen, dass man realisiert, dass das, was andere sagen, nicht das ist, was wahr ist und dass es oftmals nur eine Projektion auf einen ist durch den ganzen Kram, den die irgendwo mitgemacht haben, die ganzen Glaubenssätze, die die vielleicht aus der Familie mitbekommen haben, sowas wie, du musst schlank sein, du musst schön sein, du musst immer nett sein. Vor allem bei Frauen ist das ja auch oft so, dass dann immer gesagt wird, du darfst nicht so deine Meinung sagen, musst immer nett sein und zurückhalten und so und dann kriegen Leute auf den Sack, wenn sie dann mal ihren Mund aufmachen und ihre Meinung sagen und so. Also solche Sachen spielen halt mit. Und das ist halt eine Sache, die sollte uns wirklich am Arsch vorbeigehen, was andere Leute sagen über Dinge, die nur uns betreffen. Das heißt, unser Aussehen, unsere Entscheidung, die wir im Leben treffen, also zum Beispiel, weiß ich nicht, berufliche Entscheidung oder so, es ist halt wirklich unsere Sache, was wir mit unserem Körper machen, was wir nicht damit machen, ob wir bunte Haare haben, Piercings haben, Tattoos haben, dick sind, dünn sind, sonst was, das ist wirklich unsere Entscheidung. Und ich glaube, das sollte jedem bewusst werden. Ich glaube, wenn das ganz, ganz tief einsinkt, dann fällt es auch leichter, das zu unterscheiden. Das heißt, wenn einem irgendeine Kritik gegeben wird, dass man dann einfach nur sagt, na, ist nicht so. Und ich meine jetzt nicht Kritik im Sinne von, man hat ein Fehlverhalten gehabt und man hat irgendwie jemanden schlecht behandelt, dann sollte man auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist natürlich auch wieder klar. Aber wenn es wirklich um so oberflächliche Dinge geht, wenn Leute irgendwas stört. Ich hatte zuletzt zum Beispiel einen Kommentar, da ging es darum, dass man ein Stück Haut von meinem Bein sieht. Und da hat eine Person sich offenbar genau deswegen angegriffen gefühlt. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, okay, das liegt nicht an meinem Bein, sondern die Person hat sich wahrscheinlich dadurch angegriffen gefühlt, dass sie vielleicht selber, naja, ein anderes Verhältnis zu nackter Haut hat, irgendwie das negativ für die Person geprägt ist oder da vielleicht auch Neid mit hinsteckt, weil sie gerne auch so ein Foto machen würde und posten würde und keine Ahnung, also sowas. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum Leute kritisieren, welche Bilder sie hochladen. Ob sie jetzt voll angezogen bis hier oben sind oder halb nackt, das ist doch deren Sache. So, das ist die Sache dieser einen Person, die das hochlädt, ihr Profil, ihr Körper, ihre Entscheidung. Und das ist mir halt richtig bewusst geworden und das gelingt mir immer besser, wenn Leute mir irgendwas sagen, zu differenzieren, so, hat das jetzt eine Berechtigung oder ist das jetzt was, was gar nichts mit mir zu tun hat? So, es hat halt überhaupt nichts mit mir zu tun, wenn mich jemand optisch scheiße findet, so. Das ist halt deren Wahrnehmung und deren Ideale, die irgendwo im Kopf sind. Und davon sollten wir uns nicht beeinflussen lassen, sondern das machen, was sich für uns halt richtig anfühlt. Und das ist mir richtig so mindblowing bewusst geworden. Und ich wollte das unbedingt ein Video packen, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen selbstverständlich ist. Aber diese Projektion heißt es letztlich, ist nicht jedem bewusst, dass halt andere Leute ihren Kram auf andere projizieren und das halt wenig mit dem bewusst, mit dem zu tun hat. Das kann auch zum Beispiel sein, dass man selber ein Fehlverhalten hat, aber wirft der anderen Person das vor, dass sie das hat, dabei stört einem das eigentlich an sich selbst. So. Also es gibt es in vielen Kontexten, aber ich beziehe mich jetzt mal auf diesen Kontext, was Oberflächlichkeiten angeht und auch das Gefühl, vielleicht es anderen recht machen zu wollen. Ihr könnt es nicht jedem recht machen. Macht es euch selbst recht. Achtet darauf, dass das, was ihr selber tut, für euch kein Nein ist, sondern ein Ja ist. Also auch Nein sagen, Grenzen ziehen. Mega wichtig, ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wenn jemand was von mir will oder was von mir verlangt und ich das nicht möchte, ich sage Nein. Weil wenn ich Ja sage, ist das ein Nein zu mir selber und dann geht es mir letztlich schlechter damit, als vielleicht mit dem kleinen Moment, wo es sich komisch anfühlt, dann irgendwas abgesagt zu haben. Jo, das sind die Sachen, die ich bemerkt habe und das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Keine Sorge, auf diesem Kanal gibt es auch wieder andere Videos. Ich habe sogar ein Food Diary gedreht, das kommt wahrscheinlich morgen online. Ja, wenn das Video jetzt aktuell online geht, dann kommt es morgen. Es ist nämlich heute Montag und wenn alles gut läuft, kommt das Video auch noch Montag online. Ja, schreibt mir gerne dazu in die Kommentare, vielleicht auch, was euch in letzter Zeit bewusst geworden ist. Es ist ja gerade schon eine Zeit, wo jeder ein bisschen
eine Möglichkeit hat, nachzudenken, wenn man eben auch körperlich und psychisch dazu in der Lage ist. Ansonsten tut das, was sich für euch gerade gut anfühlt. Guckt, dass ihr euch gut um euch kümmert, dass ihr gut für euch sorgt. Egal wie das aussieht, es ist eine komplett neue Situation für jede Person. Ob es ist, dass ihr euch irgendwas Neues beibringt, ob es ist, dass ihr irgendwelche Serienmarathons zu Hause macht, euch ablenkt, Sport macht und viel kocht oder Bananenbrot macht. Ich finde, das sollte alles nicht verurteilt werden. Macht das, was sich richtig für euch anfühlt. Jo, mit den Worten, ciao und bis zum nächsten Video. Tschüss!